Hi Leute, Kenji wieder da mit dem neuen Video. Heute folgendes Thema. Ihr wollt euren PC aufrüsten, aber ihr habt nur noch Laptop-RAM. Ein herkömmlicher Desktop-PC braucht aber Full-Size-RAM. Was kann man machen, um günstig Laptop-RAM in einem Desktop-PC zu benutzen? Schauen wir es uns an. Viel Spaß. So. Für knapp 8,50 Euro das Stück habe ich diese SO-DIMM auf Full-Size-DIMM Adapter gefunden. Die wurden in entsprechender Lieferzeit direkt aus China zu mir geschickt. In so einer schönen unscheinbaren Schachtel. Mit ein bisschen Bubbelfolie eingewickelt und soweit ausreichend verpackt. Schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze installieren. Also die SO-DIMM RAM-Riegel in den Adapter. So, nicht sehr spektakulär. Wir nehmen die Schachtel, tun sie auf die Seite und packen die Adapter aus der ESD-Verpackung. Ist das vielleicht nicht sogar hier so zum Aufreißen? Nö, manche kann man auch so aufreißen. Ich habe diesmal eine Schere dabei. So, Nummer 1, den hatte ich schon offen. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Der Punkt ist, wenn man sowieso RAM kaufen müsste, dann kann man auch gleich Desktop-kompatiblen Full-Size-Speicher kaufen. Wenn man aber, wie ich, zufällig Laptop-Riegel daheim hat, kann man so mit, wie gesagt, knapp unter 8,50 Euro pro Stück seinen Desktop-Rechner ganz easy mit ein bisschen RAM aufrüsten. Dazu machen wir einfach den RAM aus der Verpackung. Setzt die hier so ein, immer schön auf die Nase achten. Und klipst das Ganze fest, so wie man es vom Laptop gewöhnt ist. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Riegel reinstecken. Muss man ein bisschen gucken, in welchem Winkel das am besten reingeht. Festklipsen. Reinstecken. Und festklipsen. Und reinstecken. Und festklipsen. So. Fertig. Und jetzt gucken wir, wie sich das Ganze in einem Desktop-Rechner verhält. Ob das wirklich kompatibel ist. Oh, Telefon, bin gleich wieder da. Okay, als Testsystem musste mein eigener Rechner herhalten. Wie ihr sehen könnt, die vier Module sind in den RAM-Slots installiert. Und wenn das Ganze läuft, sollte ich jetzt 16 GB RAM in meinem Rechner drin haben. So viel hatte ich noch nie. Und das Ganze für relativ günstig. Den Laptop-RAM hatte ich, wie gesagt, rumliegen. So. Schauen wir doch mal, ob die Kiste läuft. Strom. Und Daumen drücken.
Was kriegen wir? Aha. No bootable device is detected. Na, sowas aber auch. Okay. So. Schauen wir mal, was da schief gelaufen ist. Wir sehen auf jeden Fall jetzt zuallererst, dass der RAM erkannt wird. Vollen 16 GB. So, dann schauen wir mal in unsere Boot Drives. Peripherals. SATA Configuration. Warum du empty? Das schaue ich mir gleich mal noch mal aus der Nähe an. Ah, da ist ja mein Boot Drive. Bin anscheinend irgendwie an ein Kabel rangekommen oder so. Ist mir eigentlich auch noch nie passiert. Normalerweise kann ich das. Dann schauen wir mal. Sieht gut aus. Und? Ah! Da haben wir es doch. Die Kiste ist hochgefahren. So. Bla bla bla. Update hast du nicht gesehen. Und wie wir sehen können, wird auch unter Windows 7, wenn auch unter Windows 7 die vollen 16 GB erkannt. Sehr schön. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert das Ganze einwandfrei. Ist ja nicht immer garantiert bei so billigen Adaptern von Amazon, egal um was es jetzt genau geht. Aber in dem Fall kann ich durchaus eine Empfehlung aussprechen. Bei mir hat es funktioniert, ich hoffe bei euch funktioniert es auch. Wenn ihr noch ein bisschen SO-DIMM-Speicher daheim liegen habt und euren PC aufrüsten wollt, jetzt wisst ihr, wie ihr es günstig machen könnt. Unter 8,50 Euro das Stück. Link packe ich unten in die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Und schreibt mir bitte auch, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, wie immer, bitte abonnieren und bla. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.